Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Messstellenbetriebsgesetz. Als Vorgänger des sogenannten MSBG galt die MessZV, die Messzugangsverordnung, die im Oktober 2008 in Kraft getreten ist, um den Messmarkt zu liberalisieren, um praktisch den Wettbewerb rund um den Messstellenbetrieb und die Messdienstleistung freier zu gestalten und auch einem dritten Dienstleister zum Beispiel zu ermöglichen, den Messstellenbetrieb vor Ort zu übernehmen, was in der Vergangenheit ausschließlich dem Netzbetreiber vorbehalten war. In der MessZV wurde natürlich auch die Marktkommunikation, der Datenaustausch und ganz allgemein die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Unternehmen über Messverträge geregelt. Dabei ging es ganz allgemein um das Zählerwesen, also den Einbau und den Wechsel von Strom- und Gaszählern, um die technischen Anforderungen rund um die Eichung zum Beispiel. Dabei wurde natürlich auch geregelt, dass es ganz allgemein ein Entgelt für den Messstellenbetrieb gibt und zum Beispiel bei dem Einsatz eines dritten unabhängigen Messstellenbetreibers das Entgelt natürlich direkt an ihn geht, welches ansonsten beim Netzbetreiber verbleiben würde. Und dieses Entgelt kennen wir auch alle von unserer Stromrechnung. Dort ist es als Netzentgelt bzw. als Entgelt für den Messstellenbetrieb nämlich ausgewiesen. Die Messzugangsverordnung wurde dann 2016 ersetzt, und zwar ist am 2. September 2016 das Messstellenbetriebsgesetz als Teil des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende in Kraft getreten. Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende klingt jetzt erstmal richtig cool, weil alle fancy Buzzwords mit drinstecken, Digitalisierung der Energiewende. Aber tatsächlich hat dieses eigentlich fast nichts anderes getan, als die Messzugangsverordnung außer Kraft zu setzen und das Messstellenbetriebsgesetz in Kraft zu setzen. Darüber hinaus hat es nur noch ein paar weitere Verordnungen und Gesetze ein bisschen angepasst, aber viel mehr ist dabei nicht digitalisiert worden. Das Messstellenbetriebsgesetz ist unterteilt in allgemeine Bestimmungen, Bestimmungen rund um den Messstellenbetrieb, Regelungen zur Datenkommunikation und besondere Aufgaben für die Regulierungsbehörden. Was es unter anderem ganz konkret gemacht hat, ist, verschiedene Begriffe einzuführen und zu definieren. Unter anderem den Begriff moderne Messeinrichtung, MME. Das sind die Smart Meter, die zwar dauerhaft die Energie messen und zwar viertelstündlich aufbereiten, das aber nur einmal im Jahr übertragen. Die sind also nicht dauerhaft mit einem Smart Meter Gateway und einem Server verbunden, sondern werden auch nur einmal im Jahr ausgelesen. Haben dann aber eine ganz klar für jede Viertelstunde aufgelöste Energiemenge parat. Als zweiten Begriff das intelligente Messsystem, das IMS. Das ist eine moderne Messeinrichtung, die aber dauerhaft verbunden ist mit einem Smart Meter Gateway und mit entsprechenden Servern in der Hinterhand. Dadurch haben wir für jede Viertelstunde die Messwerte und die werden auch dauerhaft übertragen. Das ist gerade für etwas größere Verbraucher unglaublich interessant, weil die natürlich mehr oder weniger in Echtzeit sehen können, was an ihrem Energieverbrauch sich so verändert und können dadurch vielleicht auch ihren gesamten Energiemanagementvorgänge und so weiter optimieren. Ein weiterer Begriff ist der grundzuständige Messstellenbetreiber. In der Vergangenheit gab es ganz allgemein Messstellenbetreiber und der grundzuständige, das ist im Regelfall der Netzbetreiber, der grundzuständig dafür ist, den Smart Meter Rollout durchzuführen. Man musste bis letzten Jahres sich melden, ob man diese Rolle übernehmen möchte als Verteilnetzbetreiber. Und ich weiß, dass es bundesweit praktisch alle getan haben. Praktisch alle Verteilnetzbetreiber sind jetzt auch grundzuständiger Messstellenbetreiber. Die, die es nicht getan haben, haben im Regelfall schon gewusst, dass sie ihre Firmierung ändern werden, sich zum Beispiel zusammenschließen werden mit einem anderen Stadtwerk und dementsprechend als eigene Rolle gar nicht mehr auftreten würden. Der grundzuständige Messstellenbetreiber ist dann später zuständig, den Smart Meter Rollout also wirklich auch umzusetzen, muss sich dabei an sogenannte Preisobergrenzen halten, die entsprechend des Energieverbrauchs und der Ausstattung dem Endkunden natürlich auch berechnet werden würden. Der nächste Begriff ist der wettbewerbliche Messstellenbetreiber. Das ist praktisch ein Dritter, ein Dienstleister, vielleicht ein bundesweit aufgestelltes Energieversorgungsunternehmen, das sich sagt, ich habe das beste Angebot rund um den Messstellenbetrieb und möchte praktisch in Konkurrenz gehen zu den vor Ort zuständigen, grundzuständigen Verteilnetzbetreibern. Diese können relativ frei kalkulieren, sind also nicht an diese gesetzlichen Preisobergrenzen gehalten und müssen eben schauen, dass sie ein schlicht und einfach besseres Angebot haben als der Rest. Eine weitere wichtige Begriffsunterscheidung ist zwischen dem Anschlussnutzer, dem Mieter, und dem Anschlussnehmer, dem Vermieter, dem Eigentümer zu nehmen. Der Anschlussnutzer kann sich jetzt entscheiden, dass er einen neuen Messstellenbetreiber, einen wettbewerblichen zum Beispiel, haben möchte. Der Anschlussnehmer, der Eigentümer, ist ab 2021 unter bestimmten Voraussetzungen allerdings erst in der Lage, über diese Entscheidung des Anschlussnutzers hinweg festzulegen, wer der Messstellenbetreiber ist. Das heißt, ab 2021 kann es sehr gut sein, dass der Vermieter sagen kann,
Obacht, auch wenn du das gar nicht möchtest, du hast jetzt demnächst folgenden Messstellenbetreiber, weil er zum Beispiel ein ganz besonders gutes Angebot hat, vielleicht so ein bundesweites Angebot für Immobilienunternehmen oder für Wohnungsbaugenossenschaften, und dementsprechend kann es vielleicht sein, dass die eigene Wahl dann praktisch überschrieben wird. Das Messstellenbetriebsgesetz regelt ansonsten vor allem die Ausrollquote, also bis wann müssen wie viele moderne Messeinrichtungen und wie viele intelligente Messsysteme bundesweit ausgerollt werden. Schließlich wollen wir ja einen richtig umfassenden Smart Meter Rollout. Und das ist eben auch dort geregelt. Allerdings wissen wir ja auch, dass es noch nicht wirklich passiert ist. Also wir haben jetzt aktuell noch keinen richtigen Smart Meter Rollout. Und das liegt daran, dass unter anderem auch geregelt wurde, wann beginnt der denn wirklich? Was ist der Startschuss dafür? Und das ist der Punkt, ab welchem wir drei voneinander unabhängige Hersteller von diesen intelligenten Messsystemen, also den modernen Messeinrichtungen mit Smart Meter Gateway, haben. Und aktuell haben wir nicht drei verschiedene, wir haben genau einen zertifizierten Hersteller. Die werden vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zertifiziert. Und aktuell ist das nur einem Hersteller geglückt. Erst wenn es drei sind, was ja hoffentlich in diesem Jahr noch passieren wird, haben wir den offiziellen Startschuss für den Smart Meter Rollout, und ab dann gelten die gesetzlichen Ausrollquoten zu den gesetzlichen Preisobergrenzen. Darüber hinaus wurde im Messstellenbetriebsgesetz geregelt, dass es ein sogenanntes Interimsmodell für die Marktkommunikation geben soll. Praktisch eine Zwischenlösung zwischen der alten Welt, in der ganz klassisch über Edifact kettenförmig die Energiemengen übertragen werden. Das heißt, der Messstellenbetreiber liest ab, schickt es an den Verteilnetzbetreiber, der schickt es an den Lieferanten, der schickt es an den Kunden, und gleichzeitig kommt auch irgendwie noch der Bilanzkreisverantwortliche und der Bilanzkoordinator an die Daten ran. Das ist aber eben immer kettenförmig und dadurch davon abhängig, was der Vorgänger tatsächlich schon getan hat. Und da wir in Zukunft ja mal eine sternförmige Datenkommunikation haben wollen, ist es jetzt also in der Interimslösung, im Interimsmodell notwendig gewesen, dort erste Grundlagen dafür zu schaffen, zum Beispiel eine Verschlüsselung einzuführen und darüber hinaus dem Verteilnetzbetreiber die absolute Verantwortung dafür zu geben, dass er die Daten entsprechend aufbereitet und zur Verfügung stellt. Dieses Interimsmodell wird jetzt abgelöst durch die Marco 2020, zu der es ja hier in diesem Kanal auch schon einige Videos gibt. Die Marco 2020 ist, wie ich dort ja auch beschrieben habe, auch nur ein Interimsmodell, praktisch das Interimsmodell nach dem Interimsmodell vor dem Zielmodell. Die Marco 2020 simuliert diese sternförmige Datenkommunikation, indem es der Messstellenbetreiber jetzt verantwortet und er es über seine Software praktisch simulieren soll. In Zukunft könnte es dann wiederum die Smart Meter Gateway selbst, und dementsprechend haben wir irgendwann mal eine richtige sternförmige Datenkommunikation, bei der jeder Berechtigte jederzeit auf die Energiemengen zugreifen kann. Die Grundlagen dafür wurden durch das Messstellenbetriebsgesetz am 2. September 2016 gelegt. Und jetzt schauen wir mal, wann es tatsächlich ernst wird, wann es richtig losgeht mit dem Smart Meter Rollout. Vielleicht dann noch im vierten Quartal 2019. Bleiben wir mal gespannt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Thema, dann stellt die einfach in die Kommentare. Und ansonsten schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.